Ein Unglaubweis ist ein Tütchen. Tütchen! Tütchen, genau. Ja, 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 aber irgendwie sieht man den Papa nicht mehr, ne? Ja, ja, mach das schon mal an. Aber das Licht an, ich glaube, dann geht das besser. Oder das Licht tatsächlich an Papas schwarzen T-Shirt. Keine Ahnung. Ja, dann setzen wir. Gibt's ja nicht. Was ist das? Was denn? Das? Das ist Eistee. Nein. Oder das ist die andere. Genau, das ist die andere. So, aber mehr. Da müssen wir gar nicht erzählen. Ich muss was trinken. Du musst was trinken? Schaffst du das in ein paar Minuten? Nein. Dann wollen wir dann hin, Mensch. So. Wo müssen wir denn hin, Mensch, Kinder? Da müssen wir hin. Zwei Teile. Das ist eh schon mal. Das will nicht Spaß. Wir holen unseren Stecker runter. Ja. Ich habe die Frau, meine Frau gestern noch nicht dazu Bescheid gesagt, dass wir ihre Hilfe doch einmal benötigen, weil ich einfach zu große und nicht feinfühlige Finger habe. Aber vielleicht hilft sie uns gleich einmal, ansonsten macht es morgen und dann kriegen wir es hin. So, du meinst, dass wir schon wieder das abgegangen, aber wir müssen ja jetzt. Wir müssen die Heilige machen, ich bin gespannt. Was denn? Die 18? Die 8? Da. Haben Sie das gezeigt? Nein, habe ich noch nicht. Dann wird das Tüchchen gezeigt. So. Da. Die 18. So. Dann wollen wir mal aufmachen hier den Knoten. Durch die Hand, bitte. Ja. A, B, C, D,
ja hier wieder einen Sinn, was wir hier gemacht haben. Wir wollen erstmal den Schnipschnapp. Wir sind so weit. Guck mal. Den da oben müssen wir abmachen. Da müssen wir kurz in die Kamera. Das ist der Spiegel. Da. Und das Teil hier oben müssen wir jetzt abknipsen. So, Luca. Guck mal hin. Nein, das ist zu hoch. Darf ich an? Jetzt ist... ein bisschen. Und jetzt kommt hier echt eine Fummelei. War wie auch das? Ja, das liegt hier. Mein Schatz. Mal gucken, wo das hinkommt. Aber das ist da dann. Ja, hier ist es rot und da ist es braun, das stimmt. Weiß ich nicht. Guck mal, wie schön heute. Okay, wir brauchen doch vielleicht mal eine Pinzette. Oder wir brauchen die kleinen Finger meiner Frau. Das kann natürlich auch gut sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt reinbekomme. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Was sie kriegen, ja. Setzen wir an. Da! Wo? Bitte! Gut, dankeschön. Okay, du warst. Noch nichts. Ich versuch's jetzt erstmal noch. Oh, du bist ein Engel. Wolltest du schon mal kuscheln? Vor den ganzen Leuten? Das wird eine schlimme Folge. Mit den riesen Fingern hier. Und mit den Medi-Filter-Fingern. So. Hammer an! Da ist es! Da ist der Spiegel jetzt an dem Teilern. Ich hab doch gewusst, ich muss es wirklich nochmal ablassen. So, und jetzt gucken wir mal, haben wir hier noch unsere Bank? Hier in der Bauanleitung ist sie tatsächlich braun. Also, die hat uns einfach. Wir haben uns angeschwindelt, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das reinkommt. Hier, das kommt da. Gesagt, aber bis jetzt ist ja noch kein Teil kaputt gegangen. Ich erinnere an letztes Jahr, da sind tatsächlich Teile kaputt gegangen, die haben wir dann nachbestellt.
teilweise sogar verschwunden, als meine Frau das eingepackt hat. Und sind hinter mir aufgetaucht. Jetzt haben wir so doppelt. Naja, okay. Ist halt so. Und ich bin gerade wieder an so einem Punkt, bei dieser Bank und der, ne, bei dieser Seitenbank, dass ich mir denke, warum muss man sowas so klein machen? Vor allem so dünn machen, was auf jeden Fall bricht. Und jetzt, schauen wir mal. Sag mal, was ist denn los mit dir heute? Da. Und jetzt haben wir wieder dieses Problem. Und ich habe dieses Problem, dass ich eine Teil nicht reinbekomme. Und das andere Teil da einfach nicht drauf hängen bleibt. Nicht wackeln. Bitte. Luca, bitte. Nicht wackeln. So. Das haben wir jetzt drin. Also die Bank haben wir fest. Den Spiegel auch. Und jetzt müssen wir die Bank auf den Stepper setzen. Und das wird wieder so eine Aktion, wo ich hoffe, dass ich nichts kaputt mache. Aber wisst ihr, was ich ganz, ganz lustig finde und vielleicht auch ganz schlimm finde? Wir müssen tatsächlich hier nochmal unter diese Bank gehen. Denn, ich weiß noch nicht, wann es kommt, aber ich denke, das ist morgen. Es wird morgen kommen. Und unter dieser Bank hier, da, ich guck mal, ob ich euch so zeigen kann hier über die Kamera. So. Hier, unter diese Kamera, unter diese Bank. Genau hier hin. Da kommen nachher noch die Rücklichter ran. Ich frage mich gerade ein Ernstes, was der Bessi dabei gedacht hat, die Rücklichter unter die Kamera zu setzen und vorher aber die Bank hier drauf zu setzen. Also ich mit meinen Griffelfingern, ja? Ich zeige ihn euch mal hier. So, da. Ich werde da nicht reinkommen. Das wird nicht funktionieren. Da war ich wieder irgendwelche Teile kaputt. Ja, du bist drin. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir lassen die Bank jetzt einfach drauf liegen. Und sobald wir morgen oder in den nächsten Tüten die Rücklichter haben, werden wir dann auch die Bank montieren und dann gebe ich meiner Frau den Schlepper mit der Bank und dann darf meine Frau einmal die Bank hier drauf. Und ich glaube, dass meine Frau einfach mehr Feingefühl in den Fingern hat als ich. Ich bin doch eher so der Grobmotoriker. So. Und jetzt möchte der Luca noch was sagen, denn er ist das gleiche wie immer. Guckt da oben hin. So sieht's aus. Abo, Glocke, Daumen nach oben. Wir freuen uns auf euch. Lasst einen Kommentar gerne da. Bis dahin. Euer Kolbe. Bis dahin. Tschüss.